1939. Die deutschen Armeen beginnen mit ihrem Angriff auf Europa. Als erstes fällt Polen, dann Dänemark, Norwegen, Frankreich, Belgien, Luxemburg und die Niederlande. Wir schreiben das Jahr 1941. Mit mehr als 7 Millionen Einheiten wenden sich die Deutschen nach Osten und beginnen mit der Invasion der Sowjetunion. Mit ihrer Blitzkriegtaktik rücken sie schnell vor und schlagen gnadenlos durch die sowjetischen Verteidigungen. In weniger als 4 Monaten erreichen sie die Hauptstadt Moskau. Ohne weitere Verstärkungen muss sich die sowjetische Verteidigung Moskaus auf tausende junger Rekruten verlassen, die sich nun in der Eiseskälte des russischen Winters den gut ausgebildeten deutschen Einheiten stellen müssen. Willkommen bei der Grundausbildung, Genossen. Tun Sie zum Überleben genau das, was ich Ihnen gleich sagen werde. Jetzt gehen Sie rüber zum Tisch und nehmen Sie die Waffen. Sie müssen schneller sein, Genosse. Sie benötigen eine echte Waffe, wenn Sie Feinde töten wollen. Achten Sie auf den Kompass. Der Stern auf dem Kompass zeigt den Standort des momentanen Ziels an. Nun zum Lager und holen Sie sich eine Pistole und ein Gewehr. Los! Die Waffen sind auf dem Tisch, Genosse. Gut. Jetzt melden Sie sich bei Kommissar Detlef. Los! Sehr gut, Genosse. Vergessen Sie nie den Stern auf Ihrem Kompass, um Ihre Ziele zu erreichen. Okay, Vassili. Lassen Sie mal sehen, wie gut Sie zielen. Visieren Sie einen der Teddybären an. Gut, und Feuer. Gut, jetzt schießen Sie auf den anderen. Pistolen und Maschinenpistolen sind auf kurze Distanz gut, Genosse. Aber für Distanzschüsse ist ein Gewehr besser geeignet. Kommen Sie zum Schießstand! Bereit, Genosse? Schießen Sie auf die Flaschen und Teller. Stellen Sie sich vor, es sei der Feind. Benutzen Sie die Zielvorrichtung, Vassili. So können Sie genauer schießen. Nicht übel, nicht übel. Sehr gut, Genosse. Gut gemacht. Sehr gut, Genosse. Das reicht, Vassili. So, mal sehen, wie Sie sich unter Druck schlagen. Sie haben 15 Sekunden, um die Helme zu treffen. Bereit? Los! Genosse, jetzt kommen Sie her und schlagen die Puppe mit Ihrem Gewehr. Das reicht jetzt, Genossen. Kommen Sie her und nehmen Sie eine Granate. Das sind Kartoffeln, Genosse Kommissar. Warum benutzen wir Kartoffeln anstelle echter Granaten? Weil echte Granaten teuer sind. Ehrlich gesagt sind sie viel mehr wert, als Sie es sind. Oh, natürlich, Genosse Kommissar. Mein Fehler. Jetzt werfen Sie eine Kartoffel auf die markierten Zielbereiche. Nicht übel, nicht übel. Guter Wurf. Nicht übel, nicht übel. Genosse Kommissar! Genosse Kommissar! Wir haben einen Gefangenen. Kommen Sie her!
Aufhören! Bitte nicht! Töten Sie mich nicht! Unsere Truppen rücken noch weiter in den südöstlichen... Genosse Kommissar, dann rücken Sie also... Und werden von Halbketten... Hinter unserer Linie... Halbkettenfahrzeuge unterstützt. In Südosten vor! Und dort haben Sie dann bestimmt auch noch mobile Artillerie. Ein deutscher Angriff formiert sich im Südosten. Es sieht ernst aus. Hören Sie, Genossen. Im Osten, im Keller eines Hauses, ist ein Waffenlager. Gehen Sie dorthin und nehmen Sie sich Munition und Vorräte. Ich kümmere mich um unseren Gast. Denken Sie an das, was Sie gelernt haben. Viel Glück! Über die Mauer da! Na los! Wir sind den weiten Weg gekommen, um hier zu sterben. Nicht durch das Loch! Bewegung! Wir werden ein paar Panzerwerfer ausschalten, Genossen. Schnappt euch eine MP und ladet erstmal nach. Stellt immer sicher, dass ihr ein volles Magazin habt, bevor ihr in die Schlacht zieht. Los, Genossen! Die Leiter hoch! Vasili! Rennen Sie nicht daraus! Werfen Sie erst eine Rauchgranate, um uns zu fernen! Das ist zu weit weg! Werfen Sie sie mehr nach links! Moment! Der Rauch muss sich erst entwickeln! Haltet eure Positionen, Genossen! Noch ein bisschen! In Ordnung! Los! Bewegung! Mir nach! Ich bin direkt dahinter, Genossen! Das war zu einfach, Kommunisten!
Hochdruckgranate oben im ersten Stock. Mikael, nehmen Sie den Schuss aus Deckung. Die Armee ist ein Beschuss. Deutsche Truppen am Kellerfenster, rechter Seite. Er braucht Hilfe. Er wurde getroffen. Sowjetische Truppen in der Nähe dieser Kisten. Geradeaus. Deutsche Erdgeschoss, linke Seite. Oh. Hab einen. Feindliche Infanterie. Sowjetische Truppen! Bei den Fässern da drüben! Mikael, gehen Sie in Deckung! Feinde! In der Nähe der Sandsäcke! Davor! Wir kümmern uns um eure Frauen und Kinder! Mach die kommunistischen Soldaten fertig! Kommunisten neben den Sandsäcken! Geradeaus! Die Deutschen! Auf der anderen Seite der Kiste! Davor! Schumann! Lade nach! Neben den Kisten! Geradeaus! Ich dachte, wir wären im Training. Genosse, es gibt kein besseres Training als den Kampf ums Überleben.